Hey Leute, willkommen bei Hartz IV für Beginner. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte eben mein nächstes Beratungsgespräch mit meiner neuen Fachintegrationskraft. Ich bin ja aus diesem Selbstständigkeitsbüro in das normale Jobcenter gerutscht. Im Moment befinde ich mich wohl dort noch im IBV, das heißt intensiv beraten und vermitteln für hochqualifizierte Fachkräfte, die gut Deutsch sprechen. Mir wurde aber auch schon in Aussicht gestellt, dass wenn ich das nicht irgendwie daraus schaffe, ich wohl abrutschen werde in den normalen Bereich, wo man dann alle, was eigentlich für, wenn man jetzt nicht genervt werden will, also wenn man im IBV ist, dann wird man wohl alle 4 bis 6 Wochen intensiv beraten. Wenn man aber im normalen Jobcenter-Bereich ist, dann wird man wohl nur alle 3 bis 4 Mal im Jahr kontaktiert. Das heißt, wenn man als Langzeitkunde sich etablieren möchte, ist das wahrscheinlich sogar besser, obwohl sich der liebe Kollege auch viel Mühe gegeben hat, mir aufzuzeigen, dass das keine wünschenswerte Option ist, denn das Jobcenter erfüllt keine Träume. Dass ich schon längst keine mehr habe, habe ich ihm dann auch erklärt. Und wir sind so verblieben, dass er mich Anfang Mitte Mai nochmal anschreien wird. Ich habe ihm über anschreiben wird. Wir telefonieren werden. Ich habe ihm über eine Projektidee berichtet, mit der ich möglicherweise bald hier raus bin. Aber vielleicht wird es auch nichts. Ich habe gesagt, vielleicht gehe ich auch ins Ausland. Für Europa kann man ja nicht arbeiten. Das wollte, dann hat er aber wieder meinen Redefluss unterbrochen. Naja, auf jeden Fall hört sich das eigentlich so an, als ob man hier relativ ungestört sein Geld bekommt. Ich glaube, das Schwierigste, finde ich, bis jetzt ist diese mentale Situation, in der man sich befindet, so, die nagt schon einem. Ich hatte ja zum Beispiel diese Sozialkarte bestellt. Die habe ich auch relativ zeitnah bekommen. Ich hatte an diesem Tag, warte, ich habe an dem Tag ganz viel Post. An einem Tag habe ich so viel Post bekommen. Da hatte ich mich auch kurz erschrocken, aber dann die Hälfte davon hatte ich durch meine Eigeninitiative ja selber angeregt. Und auf jeden Fall habe ich die Sozialkarte dafür den öffentlichen Verkehr, liegt noch da hinten auf der Kommode. Mit ein bisschen Glück wird es heute abgeschickt. Angeblich wird es auch rückwirkend abgeschoben. Darum habe ich da irgendwie den Druck rausgenommen. Aber wie gesagt, diese mentale Sache ist wohl das größte Problem. Der Kollege am Telefon war sehr nett. Ich glaube, der war nicht so begeistert von mir, hat jetzt und meine Einstellung, aber ich bin, glaube ich, auch nicht der einzige Mensch, der sich entscheidet, dass man aus moralischen Gründen dieses weltzerstörerische System nicht unterstützen kann. Und darum freue ich mich von mir aus auch auf das nächste Telefonat. Der hört mir ja immer gerne zu und wenn er dann mehr über mein neues Projekt dann reden will, hat er vielleicht dann auch bald so ein schlechtes Gewissen, zur Arbeit zu gehen, dass er es auch sein lässt. Also mein Tipp, der einzige Tipp, den ich hier heute gebe, vielleicht kann man diese Gespräche auch nutzen, um einzuwirken auf den Mitarbeiter beim Jobcenter, auch ein bisschen Herz zu haben und sich zu weigern, Steuern zu zahlen an Deutschland, an Europa, an dieses imperialistische, zerstörerische Maschinerie. Das war's für heute. Also spätestens Anfang Mitte Mai, wenn ich mein nächstes Gespräch mit meinem Berater habe, sehen wir uns wieder. Aber ich habe noch ein paar Spartipps, die ich eigentlich machen wollte. Aber mir hat die Motivation gefehlt. Aber jetzt bin ich ja wieder dabei. Vielleicht wird das was diese Woche. Tschüss!